Okay, warten wir noch, bis der Vortrag hier erscheint. Ansonsten kenne ich vielleicht noch viele vom letzten Jahr. Ich habe ja damals schon über Morphologie versus Genetik quasi geredet. Und ich denke, inzwischen haben wir Daten im Gepäck, die ganz klar zeigen, dass Metabarcoding der Morphologie, sage ich mal, ganz klar überlegen ist. Und in dem Vortrag geht es eher so ein bisschen darum, das jetzt in die Realität umzusetzen. Das heißt, ich möchte Sie quasi alle an die Hand nehmen. Und das heißt, wenn Sie Interesse haben daran, dass Sie jetzt sagen, ich möchte Metabarcoding einsetzen, spreche ich heute so ein bisschen über die Probleme, die es noch gibt, aber auch die Lösungsansätze, die wir haben und wie wir das wirklich in die Tat umsetzen können. Also ich denke, wir müssen nicht mehr diskutieren, ob jetzt die morphologischen, klassischen Bestimmungen für die Gewässerbewertung, das heißt, man nimmt die Kick-Samples und bestimmt alles morphologisch durch. Das ist, sage ich persönlich, ein alter Hut. Ich sage, das können wir heute schon schaffen. Gewässerbewertung ist bereits möglich mit DNA-basierten Methoden, gerade mit DNA-Metabarcoding. Achso, ich mache das per Klicker hier. Gut, vielleicht nochmal ganz kurz, so der große Konflikt im Prinzip ist so ein bisschen Morphologie versus DNA-Barcoding und dann auch Metabarcoding. Und ich persönlich sage, DNA-Metabarcoding ist so einfach wie Einkaufen. Weil man kann sich Morphologie so vorstellen, man hat also die Invertebraten, die Larven, die sind schwer zu bestimmen. Und das ist so ein bisschen wie, ich gehe in den japanischen Supermarkt und versuche rauszufinden, was diese Produkte sind. Vielleicht kriege ich so ein bisschen von den Bildern raus, das hier ist Fleisch, das ist irgendwie Gemüse, aber genau was es ist, kann ich eigentlich nicht sagen. Das heißt, die Bewertung ist in dem Fall nicht optimal, weil ich die Tiere nicht genau bestimmt bekomme, oft dann nur auf Familienlevel. Über das Barcoding kann ich das scannen, kann dann über die, Entschuldigung, über die DNA gucken, über eine Datenbank, was ist das für ein Produkt? Also ohne zu wissen, ohne die Morphologie zu kennen, kann ich einfach, wenn ich einen Japaner habe, der mir das übersetzt und das in die Datenbank reintut, kann ich quasi mit dem Barcode sagen, hey, das ist jetzt die Suppe mit dem und dem Gemüse drin und ich habe alle Informationen, die ich brauche. Das ist also das DNA-Barcoding. Das ist so ein bisschen wie mein Wörterbuch, um das Japanisch zu übersetzen. DNA-Meta-Barcoding ist quasi unser Google Translate. Ich kann den ganzen Text nehmen und mit einem Klick übersetzen. Das ist quasi, ich scanne meinen ganzen Einkaufswagen innerhalb von einer Minute durch und weiß ganz genau, das alles habe ich eingekauft und so viel muss ich im Endeffekt bezahlen. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz coole Sache und ich werde Ihnen auch heute zeigen, dass es wirklich auch gut funktioniert. Jetzt natürlich mit richtigen Makrozoobentos-Proben, die wir für die Gewässerwertung verwenden, sieht das Ganze so aus. Ich nehme das Kick-Sample, da haben wir dann tausende Individuen drin. Die tun wir alle in Blender, das heißt, wir mixen die, wir zergrinden das Gewebe, haben so ein feines Pulver, können von hier dann die DNA extrahieren und dann haben wir hier den Sequenzierungsprozess. Das dauert so einen Tag und dann die Bioinformatik, weil wir generieren quasi Millionen von Sequenzen, müssen die irgendwie prozessieren in eine Tabelle, wo wir quasi hier die verschiedenen Probestellen haben und dann hier im Prinzip die Taxonomie, was uns sagt, die Sequenz hat hinterher diesen Namen, das ist jetzt die und die Art. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn wir eine Referenzdatenbank haben und das machen wir anhand von Imagines, das heißt adulte Insekten, die halt geschlüpft sind, weil die können wir von taxonomischen Experten gut bestimmen lassen. Die kommen in die Referenzdatenbank und dann können wir eben diese invertebraten Larven sehr gut bestimmen, die wir eben so kaum auseinanderhalten können. Vielleicht noch ein Kommentar zu eDNA. Ich persönlich bin kein Fan von eDNA fürs Monitoring. Also hier geht es ja darum, wirklich die gesamte Community zu analysieren. eDNA ist super für einzelne Taxa. Wenn ich jetzt einen Fisch habe, der invasiv ist, ist eDNA klasse. Aber für, ich sag mal, komplette Communities würde ich ganz klar sagen, man sollte die DNA nehmen, man muss die DNA von den Tieren extrahieren. Einfach weil das Problem ist, dass wir mit der eDNA so viele Faktoren haben, die zerfällt. Wir haben verschiedene Tiere, die verschieden viel abgeben. Da gibt es viel zu viel Unsicherheiten und Unbekannten, die quasi auf die Probleme vom Metabarcoding nochmal on top drauf kommen. Das heißt, da würde ich persönlich ganz klar davon abraten und sagen, hier, lass uns ruhig die Kick-Samples nehmen und damit funktionieren die Methoden inzwischen schon sehr gut. Aber da gibt es auch verschiedene Meinungen. Das ist quasi nur meine Meinung. Gut, ganz kurz die große Frage, Metabarcoding versus klassische Morphologie, also von hier von zwei Kick-Samples aus der kleinen Schmalau sind die genommen worden, die sind hier einmal zusammengelegt und hier hatten wir eine Studentin, die die ganzen Sachen, Bianca Peinert, hat die ganzen Sachen erstmal auf Morphologie identifiziert, das sind die roten Balken hier und da sehen wir, hier sind wir nicht ganz so gut, wir haben hier nur 17 wirklich auf Art-Level bestimmt und das Ganze verglichen jetzt einfach nur mit einem Metabarcoding. Datensatz von denselben Proben. Wir haben die Proben also identifiziert, auf Morphologie basiert, dann genommen, geschreddert, das Metabarcoding damit gemacht. Und wir sehen ganz klar, nicht nur finden wir deutlich mehr Taxa, aber wir finden auch zum Beispiel 5-mal mehr Taxa wirklich auf Art-Level. Das heißt, die Methode ist
sehr genau, wir kriegen eine sehr viel höhere Auflösung und ich denke, da muss man nicht mehr viel rumdiskutieren. Das ist, denke ich, ganz klar die Zukunft, wo es hingehen wird. Es gibt aber natürlich, weil es eben eine neue Methode ist, auch noch gewisse Sachen, die wir optimieren müssen. Aber es sind, ich sag mal, hier oben steht Probleme, aber es sind eigentlich nur Detailfragen. Die Methode funktioniert und jetzt geht es so ein bisschen ums Feintuning. Und das ist das, worauf ich heute vor allen Dingen eingehen möchte. Das ist zum einen der Primer Bias, das heißt, wir kriegen dadurch nur Presence-Absence-Daten. Und es ist auch so, dass wir Abundanzen nicht bekommen, aber dafür eben diese genauen Bestimmungen ohne menschlichen Bias. Die Biomasse ist variabel, das heißt, kleine Tiere haben deutlich weniger DNA als ganz große Tiere. Das heißt, wenn ich die zusammen extrahiere, überschwemmen meine großen Tiere den Datensatz und ich verliere eventuell die kleinen Tiere. Dann haben wir das Problem mit Referenzdatenbanken, die unkomplett sein können. Arten sind nicht beschrieben, aber vor allen Dingen auch Konflikte zwischen Morphologie und DNA sind ich persönlich, finde ich, ziemlich nervig, weil das Ganze für mich schwierig macht. Dann muss ich mich nämlich doch wieder mit der Morphologie rumschlagen, in Anführungsstrichen. Von daher müssen wir auch gucken, dass wir da irgendwie mal Lösungen finden. Und Bioinformatik ist das, wo ich sehr, sehr viel dran arbeite auch. Das ist so ein bisschen der Wilde Westen, da macht jeder so sein eigenes Ding, ich natürlich auch, aber da muss man auch gucken, dass man da so einen gemeinsamen Nenner findet. Und ich glaube, was für viele hier interessant ist, sind auch die Kosten, weil man hört immer wieder, dass Meta-Barcoding oder generell Next-Generation-Sequencing sehr, sehr teuer ist. Und ich werde Ihnen heute zeigen, dass das keineswegs der Fall ist, dass wir ganz gut mit den Kosten das im Griff haben. Hier sehen wir einmal das erste Problem, das ist der Primer Bias. Das heißt, wir wollen ja dieses Barcoding-Gen kopieren und dafür müssen wir quasi wie in so einem Wörterbuch den ersten Satz und den letzten Satz von einem Paragraphen haben, um den Paragraph zu finden und ihn zu kopieren. Und das heißt, wir haben hier universelle Primer, die binden quasi hier in dieser variablen Region, aber weil die Region variabel ist, binden sie nicht bei allen Tieren gleich gut. Das erzeugt ein Bias und dadurch kann ich eben nicht alle Tiere detektieren oder auch nicht alle Tiere gleichmäßig und kann eben nur Presence-Absence-Daten generieren und keine echten Abundanzdaten. Aber natürlich die Variabilität, die wir sehen, also diese verschiedenen Farben sind die Basenpaare A, G, C und T, das sind hier diese vier Farben. Die Variabilität brauchen wir natürlich auch, um die verschiedenen Arten auseinanderzuhalten. Das heißt, was wir machen müssen, ist optimierte Primer zu entwickeln und da habe ich auch diese Software entwickelt, wo man hier dieses Bild sieht, wo man im Prinzip gute Primer mit erstellen kann. Ich werde da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das dann sehr, sehr technisch wird. Was wir quasi gemacht haben, ist, wir haben Primer erstellt und das habe ich im letzten Jahr schon vorgestellt mit dieser Mock-Community und wir haben jetzt hier ein paar neue Primer erstellt und quasi mit kontrollierten Communities, wo wir genau wissen, was ist drin, die ganzen Gewebe zusammen extrahiert und das mit 10 Replikaten gemacht und das Ganze eben dann mit dem DNA-Meta-Barcoding-Ansatz prozessiert und das hier unten sind die alten Daten, da sehen wir, hier ist quasi die Sequenzabundanz logarithmisch aufgetragen, wir sehen mit den Standard-Primern ist es sehr, sehr variabel, die roten Striche heißt, ich verliere Arten und dann haben wir hier die mit den neuen Primern und dann kann man ganz klar sehen, dadurch, dass wir die quasi, ich sage, man nennt das degeneriert in der Fachsprache bei uns Molekularbiologen, können wir die quasi, dass die auf mehr Arten passen, sage ich mal ganz einfach ausgedrückt. Das heißt, mit den neuen Primern bekommen wir sehr viel konstantere Ergebnisse hin, das heißt, wir verlieren weniger Arten und die Arten werden auch viel gleichmäßiger amplifiziert, was dann bedeutet, ich muss weniger tief sequenzieren, ich spare Geld. Wir haben auch mal hier Primer aus der Literatur untersucht und da sieht man ganz klar, wenn man diese Primer universeller macht, das heißt, man macht sie quasi, dass sie auf mehr Taxa passen, dann kriegt man natürlich auch bessere Ergebnisse. Das ist einmal jetzt hier einfach nur quasi am Computer mit Modellierung ausgerechnet. Also man sieht hier ganz klar, ich kriege hier nur Presence-Absence-Daten, weil was ich erwarten würde, wäre, dass alles gleichmäßig amplifiziert. Aber diese gleichmäßige Amplifizierung bekommen wir eben nicht hin. Das heißt, wir haben hier immer noch eine Variabilität in Größenordnung von, sage ich mal, ja, 2 bis 3 Größenordnungen tatsächlich. Das heißt, Presence-Absence-Daten. Die große Frage ist dann, ist das ein Problem? Und ich würde ganz klar sagen, nein. Für das Gewässermonitoring, für die Bewertung, haben hier Leute aus dem Marienbereich mal das berechnet, einmal mit Presence-Absence-Daten und einmal mit den Abundanzdaten. Und man sieht, es kommt fast dasselbe Ergebnis raus. Und wir haben inzwischen auch das einmal für Makrozoobentus, für die Fließgewässerbewertung überprüft. Und das haben wir jetzt noch nicht. Das ist im Moment in Vorbereitung für die Publikation. Und da können wir auch ganz klar sagen, denselben Trend haben wir auch, dass wir im Prinzip mit Presence-Absence-Daten zu denselben oder sehr, sehr ähnlichen Bewertungen kommen. Das nächste Problem ist die Biomasse. Und da ist es, wie gesagt, so, dass große Tiere eben den Datensatz überschwemmen können, weil sie eben sehr viel DNA haben und ich dann die kleinen Tiere eben verliere. Und da gibt es eine ganz, ganz simple Lösung. Das ist einfach, wir sortieren unsere Samples. Das heißt, wir sortieren die in kleine, mittlere und große Größen. Das heißt, man kann auch mehr Größenkategorien machen.
sieht das dann hier und extrahiert die DNA hiervon dann einzeln und setzt dann verschieden viel DNA ein. Das heißt, was ich hier einmal getestet habe, sind die kleinen, großen und die kleinen, mittleren und großen. Und dann habe ich einmal einen Ansatz gemacht, wo ich die quasi so gepoolt habe, als hätte ich sie nie sortiert. Das ist quasi eine komplette Probe. Und mit derselben DNA habe ich es einmal so gepoolt, dass die Anzahl der Individuen gleichmäßig vorhanden sind. Das heißt, man würde hier erwarten, wenn ich das proportional poole, ist das quasi so, dieser sortierte Ansatz, dass ich hier dann sehr viel mehr Tiere wiederfinde, weil eben hier die Großen das dominieren und eben den Datensatz überschwemmen. Das Ganze ist dann auch der Fall. Hier sehen wir einmal, da haben wir die Tiere gezählt aus diesen zwei Proben. Sie sehen also hier, dass wir sehr viele kleine Tiere haben, wenige große und ein paar mittlere. Wenn wir das Ganze nicht sortieren und einfach das Ganze hier komplett in Schredder tun, extrahieren, ist es so, dass mit dem Metabarcoding die großen Tiere den Datensatz ganz klar dominieren und ich nur sehr wenig Sequenzen für die kleinen Tiere bekomme. Umgekehrt ist es dann so, dass wenn ich die Sache sortiere, dass die kleinen Tiere dann quasi ein bisschen ähnlicher zu der Original-Community sind. Das heißt, ich kann diesem Effekt so ein bisschen entgegenwirken. Dann ganz kurz noch dazu, das Ganze hat den Vorteil dann auch, dass wir natürlich weniger sequenzieren müssen. Das heißt, wenn die Community besser verteilt ist, kann ich hier im Vergleich des Schwarzes zu dem Grauen, hier ist es quasi dann, das waren die sortierten Samples. Hier verliere ich, also wenn ich nicht sortiere, verliere ich ungefähr 20 Taxa und ich kann, ich sag mal, so ungefähr die Kosten das Fünffache reduzieren, wenn ich eben meine Samples sortiere, weil ich eben nicht mehr so tief rein sequenzieren muss. Das heißt, weniger Sequenzen für dasselbe Ergebnis generieren muss. Dann haben wir hier einmal aufgetragen für die Datenbankenkomplettheit, die häufigen OTUs, das heißt die Tiere, die häufig vorkommen, aufgetragen gegen hier sieht man, das sind einfach nur die verschiedenen OTUs und hier die Farben heißen, wie gut der Match zur Datenbank ist. Und hier sehen wir, dass wir das Grüne sind im Prinzip, das Dunkelgrüne sind wirklich Bestimmungen auf Art-Level und dann sehen wir, dass wir für die häufigen Arten auch wirklich die Sachen schon auf Art-Level in der Datenbank drin haben. Das heißt, die Datenbanken sehen schon ganz gut aus, aber halt für die eher selteneren Arten sind die Datenbanken noch nicht komplett. Das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen mehr arbeiten, aber die Datenbanken sind jetzt schon sehr gut nutzbar, eben für diese Metabarcoding-Geschichten. Ganz kurz Bioinformatik, da werde ich nicht viel zu sagen, aber es gibt im Moment eine sehr starke Entwicklung, es wird sehr viel rumprobiert, sehr viele verschiedene Ansätze, ist so ein bisschen wie der wilde Westen, jeder macht so ein bisschen, was er möchte, es wird auch sehr viel Unfug getrieben, aber ich sag mal, in den nächsten paar Jahren wird sich das so ein bisschen rauskristallisieren, was so die besten Ansätze sind, das heißt, wenn Sie da Detailfragen haben, sprechen Sie mich ruhig an, ich sag mal, das braucht noch ein bisschen Zeit und dann wird das auch, ich sag mal, in Butter sein, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ganz kurz zu den Kosten, die Folie haben wir heute Morgen schon beim Daniel Hering gesehen. Die Kosten fürs Sequenzieren sind unglaublich gesunken in den letzten paar Jahren. Das heißt im Prinzip, hier sieht man einmal Moore's Law und das ist quasi weiter drunter. Das heißt, wir sind vom ersten menschlichen Genom von ein paar hundert Millionen quasi jetzt wirklich, wo wir ein menschliches Genom, was ein Haufen Sequenzinformationen sind, schon für $1000 quasi sequenzieren können. Ich habe das hier einmal ausgerechnet. Das sind mit Proben aus Finnland und hier haben wir im Prinzip 72 Proben und die Sequenzierung an sich hat 7000 Euro gekostet. Das heißt, wir teilen das mal und so ungefähr können wir sagen, pro Probe, das ist wirklich eine Probe mit, ich sag mal, 1000 Individuen da drin, die wir komplett extrahieren mit dem Metabarcoding-Ansatz, können wir sagen, pro Probe 1000 Euro. Und das ist nun mal nicht viel, wenn ich wirklich alle 1000 Tiere in dieser Probe, also 100, Entschuldigung, habe ich 1000 gesagt? Also 100 Euro pro Probe und ich kann die 1000 Tiere, die ich in meiner Probe habe, wirklich damit identifizieren. Ich sag mal, die Laborkosten für die Verbrauchsmaterialien vielleicht 25 Euro, wenn wir dann Personalkosten noch dazu nehmen, da können wir gerade noch mit dem Roboter vielleicht noch mal Geld sparen. Hier die Labormiete und so weiter ist hier nicht mit drin, weil wir an der Uni sind, aber wir können sagen, so die groben Kosten pro Probe, pro Kicksample nach Wasserrahmenrichtlinien Maßstäben sind 250 Euro. Und das, finde ich, ist ein guter Preis. Das ist natürlich nicht der Preis, den man so dann an die Wirtschaft weitergibt. Sie wollen ja vielleicht dann auch was dran verdienen. Aber dann sagt so, vielleicht das Doppelte ist dann realistisch, was wir so in ein, zwei Jahren dann von Firmen quasi angeboten bekommen können fürs Monitoring. Vielleicht noch ganz, wenn Sie Proben wirklich auch Metabarcoden wollen und die jetzt sammeln,
gucken Sie, dass Sie die richtig lagern und wirklich in 70% Ethanol sammeln. Also es darf nicht 60 bis 70 Ethanol Lagerung sein, weil dann degeneriert die DNA. Aber wenn Sie quasi die 70% Ethanol sammeln und dann am selben Abend nochmal wechseln den Ethanol mit hochprozentigen Ethanol, dann können Sie die Proben im Kühlschrank für ein paar Jahre lagern, ohne Probleme, und können damit eben diese Metabarcoding-Arbeiten machen. Nochmal kurz zusammengefasst, ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, dass DNA-basierte Bewertung ohne Probleme möglich ist. Wir haben ganz klar keine Abundanzdaten, nur Present-Absence-Daten, und es muss noch viel mehr optimiert werden, aber für mich persönlich ist die Diskussion eigentlich beendet, wenn es um die Morphologie geht. Ich sage ganz klar, DNA ist, sag mal, sums up. Und es wird wirklich Zeit, das jetzt Realität werden zu lassen. Und ich lade Sie alle ein, da auch mitzumachen und auch ruhig mitzudiskutieren. Und wir haben hier die große EU-Cost-Action, wo wir quasi europaweit das jetzt koordinieren werden, dass wir eben dieses Monitoring dann mit DNA auch hoffentlich bald in Angriff nehmen. Das ist hier das DNA-Aquanet. Können Sie gerne auch mal einen Blick drauf werfen. Damit bedanke ich mich bei Ihrer Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Für diesen engagierten Vortrag. Es sind ein paar Aussagen gemacht worden, die vielleicht ein bisschen aufstoßen, rauskommen oder noch was draufsetzen. Ja, bitte. Da sind ein paar große Worte gelassen, ausgesprochen. Ja. Deswegen ist es auch unmöglich, sage ich mal, jetzt das ausführlich zu diskutieren. Aber allein ein großes Problem ist die Beschränkung auf Presence-Absence-Daten. Also die Grafik, die Sie gezeigt haben, wo nachgewiesen worden ist, dass eh die gleichen Klassen rauskommen, da habe ich eine sehr große Streuung einmal gesehen. Also ich würde mal sagen, die Tendenz mag sein, aber wenn man sich bewusst ist, dass es da nicht um Streuung und eine grobe Tendenz geht, sondern dass da so von Bewertungen maßgebliche wirtschaftliche Entscheidungen abhängen, habe ich einen Handlungsbedarf, ich sage jetzt natürlich vor Wasserraum in Richtung oder so, dann ist mir das, sagen wir mal, noch viel zu lockerlässig irgendwie, um jetzt schon behaupten zu können, das Thema ist erledigt. Also ganz, das ist recht einfach zu beantworten. Ich habe leider die Folie nicht drin von unseren aktuellen Daten. Mit Macrosorbentos Present Absence Daten sieht es sogar noch ein Ticken besser aus. Aber gerade der wirtschaftliche Faktor, natürlich, wenn ich jetzt eine falsche Bewertung habe und dann eine Maßnahme mache und dann Millionen reinstecke, ist es natürlich blöd, wenn das basierend auf schlechten Daten ist. Aber die schlechten Daten sind die morphologischen Daten. Weil auch wenn wir jetzt die Present Absence Daten haben, wir haben halt das doppelte, dreifache wirklich auf Art-Level bestimmt, was wir mit Morphologie eben nicht machen können. Also das wäre gerade ein Argument, um zu sagen, wir brauchen die DNA, weil wir damit ordentliche Bestimmungen hinbekommen. Das ist vielleicht missverstanden. Ich bin durchaus der Meinung, dass die Molekulargenetik sowohl in der Artbestimmung vielleicht überlegen ist. Mag sein, dass man es nicht bestellt, aber nur mit Presence-Apps interpoliere ich jede Information über Populationsdynamik. Gibt es da Massenentwicklungen? Ja, aber die sind ja, also gerade die ökologischen Sachen sind ja, also die, welche Arten, welche Abundanzen von Arten ich finde, ist ja sehr davon abhängig, wie viel Regenfall und wie viel Wasser ich durch den Fluss kriege. Das heißt, da ist sowieso eine Variabilität drin. Und was aber immer konstant bleibt, ist, welche Arten finde ich und was für Indikationswerte haben die. Also wie gesagt, freuen Sie sich auf die Publikation, hoffentlich in den nächsten paar Monaten. Da werden wir das sehr schön zeigen, dass es eben mit Present-Absence-Daten auch gut geht. Genau, gerne. Wie erfolgt denn der Abgleich zu den vielen, vielen Daten, die bei den klassischen Bewertungsmaßstäben sind? Das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt nicht wirklich involviert. Das ist auch hoffentlich was, was wir in der Cost Action klären werden. Ich beschäftige mich tatsächlich nur mit der Methodenentwicklung und was jetzt dann als Indiz daraus berechnet wird und wie der Indiz berechnet wird, das überlasse ich den statistischen Experten, sage ich mal. Bezog sich das auf 80% Chironomien oder wo kam diese zusätzliche Art Diversität? Das sind Chironomien, aber auch wirklich EPT, also im Prinzip quer durch die Bank. Aber natürlich muss man da sagen, das sind auch basierend dann auf den Referenzdatenbanken, die ja im Prinzip dann auch nur morphologisch bestimmt wurden. Also da ist auch noch Luft nach oben, wenn man es quasi rein auf OTUs macht. Aber So, drei letzte Fragen. Ja.
Also Bianca hat sich da sehr viel Mühe gegeben und auch mit dem Arne Wehrmann. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall auf dem Level, wie in den Bewertungsbüros heute gearbeitet wird, weil da sitzen ja auch im Prinzip nur, nicht immer. Also ich sag mal, es ist sehr unterschiedlich. War es nicht so gemeint. Aber die Qualität ist natürlich unterschiedlich zwischen Büros. Es gibt natürlich Büros, die machen das super klasse, aber bei manchen sitzen halt auch nur Leute, die gerade ihren Bio-Abschluss gemacht haben und einen Job brauchen. Aber das ist halt eben auch das Problem der Vergleichbarkeit dann. Also, war jetzt nicht so gemeint, Entschuldigung. Gut, noch eine Frage. Melka Arne und der Silvester für Bodenkultur. Meine Frage geht hin auf Forschungen in Afrika oder in Asien, im Himalaya-Gebiet, wo wir auch Projekte haben. Und da ist es oft sehr schwer, Samplings zu machen, vor allem mit Fischen. Wie weit eignet sich diese Methode jetzt schon, um Analysen für Afrika oder so ein Himalaya-Gebiet in den entlegenen Gebieten anzuwenden? Ja, also da ist die Methode aber super, weil da haben wir eben ganz wenig morphologische Informationen. Aber was wir auch machen können, ist einfach, wir nehmen nur die Sequenzinformation. Das heißt, wir müssen gar nicht wissen, was ist das für eine Sequenz, was für ein Tier steckt dahinter, sondern einfach, wenn wir jetzt 1000 Probestellen haben, da reingehen, sequenzieren, Meta-Barcoding machen, können wir quasi die ganzen abiotischen anderen Daten damit korrelieren und wissen einfach nur, hey, die Sequenz finde ich immer in schlechten Gewässern und damit kann ich quasi die Bewertung auch im Prinzip komplett ohne Morphologie machen. Was ich nicht möchte, ich sage auch ganz klar, ich lade die Morphologen ein, hier mitzumachen, aber es geht auch ohne. Okay. Und wir müssen leider weitermachen. Die Mittagspause ist dann noch lang. Dankeschön.